Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, beim letzten Mal haben wir uns die, hier First Automation gemacht. Jetzt wollen wir an den Card und an die Unloading und eventuell gerade sogar noch die First Automation und die Schiene. Aber ich, dann wird's sehen. Und das lesen wir mal später. Oder wenn ich mal Zeit habe, lese ich mir das durch. Schau mir an, das, was steht, oder wir, unprotected cars can be knocked off their rails by lightning. Covers the area with glass or any solid block to prevent cars from disappearing. Also Und Unprotect, glaube ich, heißt, Unprotect. Genau. Ungeschützte Cards. Können vom Blitz. Lightning, denkt man schon, was wollen die von mir? Ja, aber das ist doch. Das heißt, ich soll dann über die Schiene Glas machen. Mhm. Bäume kein Glas, über den Schienen Glas. Also make sure to keep your card in one chunk or use chunk loaders. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Da brauche ich dann also auf jeden Fall meinen chunk loader dort. Dass der, wenn der läuft, dass der auch wirklich dann auch geladen ist. Wie gesagt, ich versuch's vielleicht sogar auf einem Chunk. Aber man weiß es nicht. Der kleine, ja, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, ich mach Spruce, ich mach eventuell auch die alle anderen Bäume, die wo halt nur einen Stamm haben, in dem vorderen Bereich. Und auf den größeren Bereich kommen dann die dicken Bäume. Okay, die können verschwinden oder sich duplizieren. Auch witzig. So, okay. Also, dann hätte ich jetzt gesagt, machen wir jetzt als nächstes erstmal den Card. Dafür brauchen wir jetzt 4 Platten und 2 Iron Wheels. Und die Iron Wheels, die machen wir uns mit 2 Rough Iron Rings. Ich schätze mal, es wird auch mit Iron Rings und Iron Rods gehen. Jawohl. Dann hätte ich mal gesagt, haben wir uns ein paar. Dann hätte ich mal Iron Rods und Iron Rings. Heißt, das müssten jetzt 8 Rings sein. Das sind jetzt 8 Rods. Und wie war das Verhältnis? Zwei Ringe. Und Rods. Dann machen wir halt das so. Okay. Okay. Iron Rods. Und Iron Rings. Also dann hatte ich schon beides. So, machen wir mal 16 davon. Davon 8. Und reinschmeißen. Das heißt, wir produzieren schon mal unsere Teile. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall Iron Plates. Dann hätte ich gesagt, machen wir da auch mal gleich 8 Stück. Weil dann mache ich auch gleich 2 Cards fertig. Wenn wir, wie gesagt, wenn ich es sowieso brauchen.
Oder ich kann zwei verschiedene Hersteller bauen. So. Muss man vielleicht einen bauen, der wo solarmäßig ist. Und den anderen, der mit Kraftstoff arbeitet. Werden wir sehen. Werden wir alle sehen. Da ist er noch nicht fertig. Aber noch ein Assembler. Solange ich jetzt da nichts anderes noch dazu brauche. Sehr schön. Dann haben wir einen Simple Card. Card Assembler. Und die Cards. Haben wir. So, dann geht es jetzt hier weiter. So, jetzt brauchen wir als erstes mal den Cargo Manager. Dafür brauche ich wieder mein Simple PCB. Ich brauche einen Arm und ich brauche einen Konvoier. Das heißt, ich brauche schon mal davon auf jeden Fall wieder. Nein, ich brauche nur eine. Das heißt, ich brauche davon 6 Stück. Dann brauche ich 3 Platten da. Dann machen wir da gleich mal 4. 1, 5. So, dann machen wir davon 8. Passt. Dankeschön. Platten. Okay, dann heißt es da rein, da rein, da rein. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall wieder 4 Motoren. Nein, ich brauche 5 Motoren. Einen Piston. Ich brauche ein Ey, Wahnsinn. Hier sind alle Zinnkabel weg. Okay. Ich bin ja schon mal glücklich, dass ich das Zinn noch vorhin nicht vergessen habe, wieder reinzuschmeißen. Herr Julia ist doch da. Warte mal, bis ich. Ey, das reicht mir nicht. Ich brauche mehr. Ich brauche 6. Nimm mal lieber 6 Stück mit. So, okay. Also. Den Piston habe ich. Dann das Konvoier-Modul habe ich jetzt auch. Dann brauche ich noch jetzt den. Was habe ich vergessen? Richtig. Circuit. Okay. So, was brauchen wir jetzt noch für einen Cargo Manager? Dann brauche ich noch das Aktiv. Und ein Soldering im Assembler. Haben wir schon eine Redstone Torch? Nein. Ein Stick und ein Redstone. Sollen wir zusammenkriegen.
Dann braucht man noch. Was ist Zinn und Eisen? Falsche, genau, den habe ich ja alles, weil ich es ja weggeräumt. Restlichen davon, das heißt, ich brauche jetzt hier meinen Zinn drin. Dann habe ich meine Redstone-Fackel und meine Eisenplatte. Okay. Dann habe ich das auch. So, dann habe ich mein Huge, das heißt, ich brauche jetzt hier meinen Vierer. Mir gar nicht sicher. Jetzt machen wir das ganz einfach. Dort habe ich das Ding. Machen wir uns halt ein. Da brauchen wir sowieso jetzt öfters. Battery Alloy habe ich mal hier rein. Brauchen wir sowieso auch da. So, dann habe ich das. Dann brauche ich auf jeden Fall 4 davon. Hammer, die da. Und nochmal 4 davon. Und nochmal 2x4 davon. Und ich brauche natürlich bestimmt 2. Dann machen wir nochmal 16. So. Okay, dann haben wir schon mal das. Und dann brauchen wir hier Large. 2 Stück. Das heißt, ich brauche nochmal 8. So, dann habe ich jetzt hier 576. Das heißt, ich brauche davon. Lassen wir mal schnell welche rein. Molten Redstone. Ah! Das war natürlich doof. War natürlich falsch. Brauche ich einen Chemical Bath? Habe ich hier einen Chemical Bath? Wenn natürlich nicht. Und ich schätze mal, da drüben habe ich eins und da ist bestimmt Wasser drin. Hey, ich bin Hellseher. Hier drüben vielleicht doch ein Chemical Bath. Nein, habe ich nicht. Hurra! 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 Der Pumuckl mit dem roten Haar. So. Chemical Bath. Oh Gott. Ich brauche dann bestimmt. Nee, für die Konvoier brauche ich nichts. Pumpe. Klar. Rotor und Steel Fluid Pipe. Pumpe, Pumpe, Pumpe. Rotor habe ich, Schraube habe ich. Steel Fluid Pipe habe ich nicht. Brauche ich 3 Stück. Dum, 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 dum.
Ja, wie gesagt, das Problem ist halt gerade, ich bin mir halt nicht sicher vom Material her. Wie gesagt, solange wir noch keine durchgehende haben. So, kann ich die bauen? Nein, kann ich nicht bauen. Das heißt, ich baue mir auf jeden Fall nochmal erstmal einen Motor. Es reicht mir auch nicht. Ist doch zum Mäusemelken. Also das muss raus. Muss rein. Ich brauche auf jeden Fall Kupferkabel. 9 Stück. Verhältnis 9 zu 1. Ja, genau, vor allem da drin. Ein Kabel habe ich genügend. So, davon brauche ich auf jeden Fall 2. Das Konvoi brauche ich nichts. Auch noch Glas. Aber das ist auch kein Problem, weil das habe ich. War ja noch 2. Hatte ich noch übrig. Oder beziehungsweise das habe ich noch nicht verwendet drüben. So, das habe ich, das habe ich. Dann brauche ich auf jeden Fall, ich brauche 2 Konvoier, das heißt, ich brauche davon 12. Dann brauche ich Cupronickel. Dann Double. Kriege ich 2 Motoren raus, 2 habe ich, ja, können reichen. Ja, ich habe momentan 2 Motoren, das heißt, ich kann da draus einen Konvoier machen. So, zack, zack. Weg, weg. Zack, zack. Dahin rausnehmen. Danke. Hammer. So, okay. Dann brauche ich eine Pumpe. Dafür brauche ich nochmal Motoren. Was brauche ich noch fürs Chemical Dingsbums? Ich hoffe, dass ich unten noch eine Pumpe. Alter, ich habe doch gestern noch 2 Pumpen gehabt, oder sind die hoffentlich in meinem Rucksack verschwunden? Ah. Glaub mal, ich habe eine MV-Pumpe. Dann brauche ich sie nicht machen. Spare ich mir einen Motor. Na, Gott sei Dank habe ich da reingeguckt gerade. So, das heißt jetzt, mach mal das da. Das heißt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Die 2 kommen dahin. Du kommst dahin. Das kommt dahin. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen Konvoier und ein Kabel. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 2 Motoren. Oh, war ja klar. Gespannt, was gleich ausgeht. Nehmen wir auf jeden Fall gleich meine Dinger mit, ne? Meine Kabel. Müsste jetzt fertig sein. Ich hoffe, dass wir jetzt die Woche dann ein bisschen noch am Abend Zeit haben, dass wir irgendwas vorbereiten können. Weil das ist ja schlimm. Also 2 Motoren. Motor Nummer 2, danke. Konvoi-Modul. Nummer 2, danke. So, dann kommst du dahin. Das Kabel kommt dahin. Wir haben das Chemical Bath.
jetzt dahin. So, dann haben wir einen Low Voltage Fluid Tank. So, dann habe ich ja noch eine Pumpe. Das heißt, das Ding geht nach oben. Pumpe geht dahin. Geht nach oben. Import. Geht. Du kommst dahin. Und meine Pistole kommt dahin. Haben wir das da drin? Perfekt. So, und dann haben wir dasselbe nochmal. Viermal. Nochmal die Pumpe. Nochmal hier rein. Und guck jetzt da rein. Hoffe ich, dass ich da noch einen habe. Jawohl, das sind es 8. Dann habe ich jetzt meine 2 davon. Wahnsinn, ne? Das Pin. Habe ich noch nicht. Fine Gold Wire. Meine Güte. Heute kommen die Buchstaben aber total Kussemuddel raus. Fine Gold Wire. 8 Stück. Auch einen Circuit. Ein Vierer. Ah, genau. Und eine Circuit. Dingsbums. Und 1 hin. Alles haben. Hoffe ich. Ja, wenn man sich selber irgendwann nicht mehr über den Weg traut. Du kommst rein. Du kommst rein. Du bist schon drin. Und das Board. Ah, nee. Falscher Circuit. Du kommst rein. Danke. Brauche ich noch? Ein Alpha-Maschinenhall natürlich noch. Circuit. Achtmal Stahl. Pin-Kabel. Die hoffentlich alles haben. Haben wir wieder mal einen Lieblingstisch. Argomanager heißt das Teil. So, oder dahin. Das heißt, das und das kommt dahin. Das und das kommt dahin. 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 Das raus. Juhu, 3 Jahre später, aber wir haben es geschafft. Ist doch schön, ne? Das ist auch das, was ich gemeint habe am Anfang. Ne? Wir schauen mal, wie weit das mal kommen. So, Further Automation External. Da brauchen wir denselben Käse nochmal. Ich sehe das schon kommen. Das werden wir in der heutigen Folge wieder nicht schaffen.
Wir haben hier noch einen Detector Advanced. Das heißt, ich brauche Red Alloy. Nee, das schaffen wir nicht. Weil wir müssten ja eigentlich. Halt. Wir haben jetzt schon mal den Cargo Manager. Und der liebe kleine Drag, dann bitte schön die andere Kiste hin. Wo habe ich den Card Assembler hin? Ich knalli. Und ist weg. Wo habe ich denn? Ich habe ihn doch gebaut. Habe ich den gegessen? Da. Wieso hast du den nicht gesehen? Bist du doof? So. Card Assembler. So, wir haben jetzt einen Standard Assembler. Für diejenigen, die es nicht kennen. Und das heißt, jetzt das können wir alles nur hinzufügen. An Engines, an Tools, an Attachments, an Storage, an Add-ons. So, und dann schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Vielleicht können wir da noch einiges machen. Kartenmodul, Side-Chest. Dafür brauche ich, oh Gott, einen Chest-Lock. Das ist ein Eisenring und ein Eisenbolt. Das sind jetzt Gott sei Dank zwei Sachen, die ich unten drin habe. Klack, klack, klack. Eisenringe. 8 Iron Bolts. Und noch was? Ein Assembler. Das ist die Frage. Sehe ich den anderen auch schon? Nö. Warum denn auch? Ich mach mal trotzdem gleich zwei, ne? Sicher ist sicher. Okay. Dann geht's weiter. Wir brauchen jetzt Chest Pain. Hood Casing. Stellt man ein Wood Casing her. Okay. Dass ich noch nicht alle Platten verbatzelt habe. Machen wir mal gleich 4. Aber wenn die Cutting. Okay, wenigstens zugig. 8 Stück. Ich mach gleich nochmal 8 Stück, ne? Ich glaube nämlich, dass es nicht reicht. Okay, das heißt jetzt, wir brauchen jetzt für die da. Kommt nochmal in die Cutting? Da ist ewig gedauert und danach fertig. Ist klar. So, da haben wir jetzt 4 Stück. Ne, falsch. Da haben wir jetzt 4 Stück. Die Large. Genau, im Assembler. Also davon brauche ich schon mal 2. Schon wieder falsche Taste. Davon brauche ich 2. Gut. Dann haben wir schon mal jetzt 8 Stück. In der Größe, ne? Dann habe ich schon mal die. Und, die Huge, 4.
Also 1, 2, 3, 4. Rein. Davon brauche ich ja 2. 1, 2, 3, 4. Nochmal rein. Und dann davon nochmal eine. Gott. Und 100% die Nummer verzählt. Kenn mich. Oh, bist du fertig? Jawohl. So. Und das kann ich nur craften. Okay. Haben wir hier auch alles voll? Nein. Also, die zwei nehme ich schon mal weg. Und dich lege ich daher. Sicher ist sicher. Weg ist weg. Einlegen. Zwei Stück Hammer. Mit meinem Pech baue ich jetzt vier große. Ja. Hat Hilf gerochen. Hat doch gesagt, er hat mir verzählt. Haben wir bestimmt wieder verzählt, aber wie gesagt, wir bauen ja irgendwann mehr Cards. Wäre egal. Zu viel ist gut. Zu wenig ist scheiße. Ben Kleister. Ja, muss mich sicher mit Ausdrucksweise aufpassen. So, davon habe ich jetzt 8, das heißt, es wären schon mal 2, 2 nochmal 8. Geht doch. Und gar nicht nervig. 3. Und Nummer 4. Dahin. Und wir haben die Side-Chest. Wir haben ein Klingeling. So, das heißt die Storage. Das heißt, wir haben jetzt schon mal hinten auf jeden Fall da was. So, dann kann ich mir als nächstes Card-Modul. Ein Top-Chest, eine Front-Chest und eine Internal-Storage. Ah, okay, das sind jetzt dann 8 Stück und eine. Das sind die. Und das sind die. Das muss ich halt dann alles vorbereiten. So, was haben wir denn alles noch? Wir haben jetzt hier... Kann ich das schon bauen? Nein, Requires Power of Sun. Das heißt, ja, wir müssen uns ein Solarpanel noch bauen. Ja, hervorragend. Reinforced Glass. Man läuft mal da. Glas und Advanced Alloy. Eine Carbonplatte. Robocarbon. Und der Autoclave. Oh Mann, schon wieder Polyethylen. Das heißt aber, ich habe auch noch keine Autoclave, soweit ich das im Kopf habe. Okay, das heißt, das müssen wir auch noch machen. Autoclave. Ne, das schaffen wir heute definitiv nicht mehr. Wie gesagt. Ich muss ja auch bisschen straffen. Wie gesagt, wir wollen ja weiterhin 6 Folgen pro Woche haben. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal angefangen, aber nicht aufgehört zu auszureden. Ich habe nur gefragt, wie ich am Rendern. Und zwar, ja, wenn ihr euch mal wundert und es kommt, also das Dienstag, der
mein freier Tag ist, wisst ihr. Weil wie gesagt, falls ich hochladen muss und so weiter und so fort, passiert es allerspätestens am Montagvormittag, dass eventuell, also vielleicht nicht in der höchsten Qualität, aber wenigstens in einer guten Qualität, also Full HD, hoffentlich schon am Dienstag, am Mittwoch drin ist. Wenn ich nicht die Zeit haben sollte, 6 Videos zu machen, sondern nur 5, dann ist der Donnerstag, nicht der Mittwoch, sondern der Donnerstag, der zweite Tag, wo ich dann eventuell noch was machen muss oder sogar aufnehmen oder wie auch immer. Das heißt, es werden immer, außer ich habe irgendwelche technischen Probleme, ich hatte die Woche auch, ich glaube, 6-mal rendern müssen, damit endlich die Videos durchgegangen sind, erst als ich nochmal Neustart gemacht habe, meine ganzen Treiber abgedatet habe, ist erst wieder gegangen. Und ja, dann hatte ich, ne, und dann hat man halt da kleine Problemchen. Dann kann es passieren, dass auch mal am Sonntag oder so mal kein Video rauskommt. Aber standardgemäß ist immer Freitag bis Montag. Das ist die Zeit, wo ich immer Videos rausbringen will. Und das eine ist noch am Mittwoch, nicht am Donnerstag, weil ich mir gesagt habe, ja, man möchte auch Schmankerl haben mitten in der Woche, ne? Ich hoffe, ihr seht das auch so, vor allem das Schmankerl. Genau. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. So, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Vorschläge oder was auch immer habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.